Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ich grüße an dieser Stelle alle, die aus München zuschauen oder die aus Bayern, aus Franken zuschauen, aus Württemberg oder auch aus Brasilien. Sie haben richtig gehört, Brasilien. Wir wissen nämlich von einer Dame, die ist 97 Jahre alt und sie schaut unsere Gottesdienste hier mit an. An dieser Stelle liebe Grüße nach Brasilien. Ich lade Sie ein, am Anfang für den Gottesdienst mitzubeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können. Ich danke dir, dass wir auf der ganzen Welt diesen Gottesdienst verfolgen können. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden berührst, da wo er gerade ist. Amen. Bei dem nächsten Lied können wir nochmal so uns vor Augen führen, wo wir Kraft, Stärke, Hoffnung fürs Leben herbekommen. Da singen wir nämlich: In dir, in Gott, in Jesus ist die Stärke, die wir brauchen. Heute geht es im Gottesdienst um die Frage, wie wird mein Leben bedeutungsvoll? Wie kann ich leben, dass es Auswirkungen und positive Folgen hat? Und dabei gibt es ein Bild, das in der Bibel oft verwendet wird, nämlich das Bild von einem Weinstock und seinen Früchten. Und bevor wir uns mit diesem Bild beschäftigen, hören wir doch mal, was ein Fachmann erklärt, was es mit dem Weinstock, mit den Reben und mit den Früchten auf sich hat. Hallo, ich grüße euch, liebe Zuhörer. Aus dem schönen Mundelsheim, aus dem Rebland Württemberg. Ich bin angefragt worden von Sam, ein paar Worte zu sagen über den Weinstock und die Reben. Ich habe hier einen Weinbaubetrieb und bin Winzermeister. Also grundsätzlich ist es so, dass der Weinstock die Basis ist vom ganzen Gewächs. Und aus diesem Weinstock wachsen die Reben heraus, direkt heraus. Und die Reben benötigen auch viele verschiedene Nährstoffe, zum Beispiel Stickstoff, Phosphat, Kalium, Schwefel, Magnesium, Mangan, Bor und noch viele mehr. Und wenn die Rebe optimal mit dem Weinstock verbunden ist, kann der Weinstock die Rebe optimal mit Nährstoffen versorgen. Also wenn es halb abgeknickt ist oder nicht recht verwachsen ist, dann ist die Versorgung nicht optimal und die Rebe kann nicht optimal wachsen. Kann auch nicht optimal Früchte bringen und keine guten Früchte bringen. Da stellt sich die Frage, was sind denn tatsächlich gute Früchte? Oder wie können gute Früchte entstehen? Also grundsätzlich gilt im Weinbau, zu viele Früchte an einer Rebe ist nicht gut. Da können die Früchte nicht optimal ausreifen, nicht optimal wachsen. Die Konkurrenz ist zu groß, die Kraft verteilt sich zu sehr. Deshalb werden auch verschiedene Pflegemaßnahmen vorgenommen. In den Wuchs der Rebe wird eingegriffen und es sind auf zweierlei Sachen. Zum einen wird dafür gesorgt, dass die Reben schön wachsen, gerade wachsen. Das ist wie so eine Art Erziehung und das ist so, dass dann die Luft und die Sonne und das Licht optimal einfallen kann auf die Reben.
aber auch auf die Früchte, dass sich die gut entwickeln können. Das ist dann auch eine Vorstufe schon fürs nächste Jahr, eine Vorbereitung für das nächste Jahr der Fruchtbarkeit, wenn das optimal belichtet ist und Platz hat. Zum anderen werden überflüssige Triebe ausgebrochen, weggerissen. Triebe, die keine Frucht bringen, sind überflüssig, brauchen nur Kraft, nehmen den anderen Trieben und den Früchten das Licht weg, haben keinen Wert, werden aussortiert. Wenn solche Pflegemaßnahmen an den Reben durchgeführt werden, dann können die Reben eiweißfrei und wunderbar Früchte entwickeln. Die Früchte können sehr süß und gut werden und können dann auch optimal zum Verzehr gebraucht werden. Die schmecken, haben andere was davon. So viel von mir kurz zum Weinstock und die Reben. In Psalm 1 geht es auch um den Baum und das Bild des Lebens, das Früchte trägt. Und das möchten wir vorlesen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Mit dem nächsten Lied möchten wir Jesus einladen, in die Mitte unseres Lebens zu kommen. Mittelpunkt. Königlich
Seit einigen Tagen schon läuft der Ramadan für die Muslime. Es gibt ein Heft, 30 Tage Gebet, da werden wir eingeladen zu beten für die islamische Welt, so steht's hier. Und wer möchte, kann dieses Heft auch digital downloaden. Unter diesem Video finden Sie den Link dazu. Ich selbst war schon bei der einen oder anderen muslimischen Familie auch im Ramadan und ich weiß, es ist eine ganz besondere Zeit. Und deswegen möchte ich einfach noch für diese Menschen beten, die nicht nur in der islamischen Welt, auch hier in Deutschland sind. Herr Jesus, ich möchte dich bitten für die muslimischen Freunde, die wir haben, die muslimischen Menschen, die in unserer Umgebung sind und auch für die Menschen, die ja, überall auf der Welt verstreut sind und den Ramadan feiern. Du weißt, sie sind gerade ganz aufmerksam auf dich, auf Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du sie berührst, dass du ihnen begegnest auf ganz besondere Weise, auf ganz natürliche Weise. Herr, segne du diese Zeit im Ramadan. Amen. Wir haben vorhin schon gesagt, dass es heute um die Frage geht, wie bekommt mein Leben Bedeutung? Wie hat es Auswirkungen, positive Auswirkungen für Menschen, sodass sie an meinem Leben etwas sehen und dass sie durch mein Leben etwas haben, was ihr Leben zum Guten bereichert und verändert? Ich war an verschiedenen Orten und dort in Gizeh bei den Pyramiden, unwahrscheinlich eindrückliche Bauwerke hier, die Cheops-Pyramide. Oder hier der Palast in Split von dem Kaiser Diokletian. Man hat noch eine Büste von ihm, damit er dort extra verewigt wird. Eigentlich ein sehr ulkiger Ort, denn man hat in diesen Palast hinein eine Stadt gebaut und er ist ein Teil der Altstadt geworden, wo man sehr schön sitzen kann. Oder hier in Lissabon ein Friedhof mit eindrücklichen Grabstätten von Menschen, die sich dort ein Denkmal gesetzt haben. Man kann noch viele andere solche Orte haben, wo Menschen für sich selbst diese Denkmäler gesetzt haben, damit man an sie denkt, nicht zuletzt auf dem Friedhof. Und ich habe den Eindruck, egal ob das die Pyramiden sind, ob es diese Palastbauten sind, die Büsten, die man von sich anfertigen hat lassen, oder diese monumentalen Grabstätten, das alles ist so etwas wie der in Stein gemeißelte Wunsch, bitte vergesst mich nicht, bitte lasst mich Bedeutung haben. Ich glaube, dass das ein Wunsch ist, der ganz tief in uns Menschen verankert ist. Ich glaube, dass das ein Wunsch ist, der uns Menschen von Anfang an immer wieder beseelt. Und das war der Wunsch, der die Menschen damals dazu gebracht hat, in Babel einen Turm bauen zu wollen. Und dann heißt es in 1. Mose 11, dass sie sagen ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. In der Übersetzung von Martin Luther, da heißt es, wir wollen uns einen Namen machen. Ich glaube, das ist so etwas, was tief in uns Menschen steckt. Ja, wir wollen uns einen Namen machen, oder? Oder rümpfen Sie vielleicht jetzt die Nase und sagen, nee, das ist absolut nicht mein Ding, einen Namen machen zu müssen. Nein, das hat was mit Profilierungssucht zu tun. Das ist überhaupt nicht, ich bin da anders gepolt, ich bin demütiger. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Moment, so schnell schießen die Preußen nicht, sagen wir. Ich glaube, dass der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, Bedeutung zu haben, ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist.
Und in Zeit Online gab es einen sehr spannenden Artikel von Psychologen, von Menschen, die sich sehr stark mit dem auseinandergesetzt haben, welche Bedeutung hat die Anerkennung für Menschen? Und dann heißt es, wir wollen als Person wahrgenommen und bestätigt werden. Soziale Anerkennung ist ein Grundbedürfnis wie das nach Essen und Trinken. Ohne sie kann kein Mensch existieren. Machen wir uns doch bewusst. Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, anerkannt zu sein, Bedeutung zu haben. Negieren wir es mal. Wie kann ein Mensch damit leben, wenn er ständig vermittelt bekommt, du bist unwichtig, du hast keine Bedeutung, du bist überflüssig, du bist eigentlich in dieser Welt fehl am Platz. Das macht die Menschen auf Dauer kaputt. Wir Menschen brauchen dieses Wissen, mein Leben hat Bedeutung. Mein Leben, es ist anerkannt und es hat eine positive Auswirkung für andere Menschen. Und jetzt dürfen wir nicht von den Rändern her sprechen. Jemand, der narzisstisch geprägt ist und der nur Bewunderungszwerge braucht, aber kein Gegenüber. Wir dürfen auch nicht von denen reden, die überhaupt kein Selbstwertgefühl haben, sondern wir müssen von dieser Mitte reden, die davon ausgeht, unser Leben hat Bedeutung. Deshalb die Frage, wie bekommt mein Leben Bedeutung? Wie finde ich diesen Platz in dieser Welt, wo ich weiß, da hat mein Leben Auswirkungen und es wird anerkannt, was ich tue und was ich bin? Die Antwort hängt ganz entscheidend von dem ab, wen ich frage. Ich möchte es mal mit einem komischen Beispiel deutlich machen. Die Bedeutung meines Lebens für eine Katze, der ich die Futterdosen öffne, reduziert sich eigentlich auf einen Dosenöffner. Und solange ich die Futterdosen öffne, habe ich Bedeutung. Und wenn ich die Futterdosen nicht öffne, bin ich bedeutungslos für diese Katze. Für einen Menschen. Wenn jemand nur hinter seiner Karriere her ist, da werden die anderen Menschen nur dann Bedeutung haben, wenn sie dieser Karriere dienen. Und wenn sie keinen Dienst mehr für diese Karriere bieten, dann sind sie bedeutungslos. Die Frage, ob ich Bedeutung habe, hängt entscheidend davon ab, wer legt fest, was bedeutsam ist. Als Christ frage ich bei dem Erfinder des Lebens nach, bei meinem Gott, meinem Schöpfer. Und ich frage ihn, was hast du dir für mein Leben gedacht? Was hast du dir gedacht, dass passieren soll, dass mein Leben Bedeutung hat für diese Welt und für das, was in dieser Welt geschieht? Und jetzt sind wir bei diesem Bild des Weinstocks, was wir am Anfang schon mal genannt haben und wo wir schon manche Erklärung bekommen haben. Jesus, er packt die Antwort auf diese Frage, wie wird mein Leben bedeutsam, genau in dieses Bild des Weinstocks. Und ich lese Ihnen jetzt einige Verse aus Johannes 15. Dort spricht Jesus in diesem Bildwort von sich als den Weinstock und von uns als die Reben. Da lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.
Jesus, er gebraucht hier dieses Bild vom Weinstock und die Reben. Wir haben vorhin schon von diesem Winzer einiges erklärt bekommen. Hier nochmals ein schöner Weinstock, der in Umbrien in der Toskana an der Grenze zur Toskana stand. Und hier wird nochmal so schön deutlich, was dieser Weinstock ist, der dann die Reben trägt und an diesen Reben hängt die Frucht. Das ist, was Jesus hier in diesem gebraucht als Bild, um uns deutlich zu machen, wie bekommt dein Leben Bedeutung. Ich möchte das Bild aufgreifen und ich möchte mit euch dieses nehmen. Jesus, der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und euer Leben, es soll Früchte tragen und diese Früchte sind die Dinge, die euer Leben bedeutsam machen. Ein erstes. Der bedeutsamste Mensch und ich. Mit dem bedeutsamsten Menschen meine ich Jesus. Ich glaube, dass kein Mensch die Weltgeschichte so maßgeblich verändert und geprägt hat wie er. Ich glaube, dass keiner einen so großen Einfluss auf die ganzen Menschen bis heute hat, wie es Jesus ist. Und das ist erstaunlich. Wenn man sein Leben ansieht, spricht eigentlich alles dagegen. In der Provinz geboren, einen Handwerksberuf erlernt, nie eine Universität oder ein Studium absolviert. Er ist nie weiter als 300 Kilometer von seinem Heimatort entfernt gekommen. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat nur 3 Jahre gewirkt. Und er war nie einer, der es in die höheren einflussreichen Kreise geschafft hat, nie zum Jet-Set gehört hat, nie in diese High Society, nie bei diesen Key Persons, die für die Gesellschaft Bedeutung hatten. Und doch hat Jesus bis heute eine Bedeutung wie kein anderer Mensch. Warum? Ich glaube, die Antwort findet sich nicht in dem, wer er nur gewesen ist, zu wem er gehört hat, sondern in dem, was er getan hat und wie er gelebt hat und welche Spuren er in diese Welt hineingeprägt hat. Und wenn wir diese Spuren anschauen, dann erleben wir hier ganz besondere Dinge, die Jesus einzigartig geprägt hat, weil in ihm Gott selbst gegenwärtig war, weil er Gott in Person war. Und da finden wir diese bedingungslose Liebe, die Jesus gegenüber jeden Menschen gelebt hat, auch gegenüber seinen Feinden. Und für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er noch gebetet, Vater, vergib ihnen. Bei Jesus finden wir eine Barmherzigkeit, die Menschen in ihrer Not half. Da finden wir Wahrheit, die nicht zerstört hat, die nicht angeklagt hat, sondern die Menschen aufgerichtet hat, die weitergeholfen hat. Bei Jesus, da finden wir, dass er den Menschen Würde und Achtung gegeben hat, Wert gegeben hat. Diejenigen, von denen sich die anderen abgewandt haben, denen hat sich Jesus zugewandt. Bei Jesus, da finden wir eine Vergebung und eine Versöhnung, dass Menschen neu anfangen durften und dass er nicht angeklagt hat, sondern dass er die Hand gereicht hat und sagt, du darfst neu anfangen, weil der Vater im Himmel dir deine Schuld vergibt. Jesus, er war derjenige, der Gott ins Leben der Menschen gebracht hat und den Menschen mit ihrem Leben ein Zuhause beim Vater im Himmel gegeben hat und gesagt hat, das ist der Gott, der dein Leben trägt. Das ist der Gott, der dir dein Leben geschenkt hat. Das ist der Gott, bei dem du zu Hause sein darfst. Jesus, er hat Menschen Hoffnung, Freude gebracht. Er hat Menschen Frieden geschenkt, oft in sehr schwierigen Situationen. Jesus, der einzigartig in Geduld und Freundlichkeit war, der das Gute gefördert hat, voll Güte gewesen ist. Und wir können noch so viel mehr machen. Es hat keinen einzigen Menschen gegeben, den Jesus aufgegeben hat. Und wenn wir jetzt noch viele andere Dinge nennen, dann fällt auf, Jesus war selbstlos. Er hat nie gefragt, was habe ich davon? Was bringt's mir? Und dementsprechend hat er Menschen gebraucht, er hat den Menschen gedient. Ich glaube, das ist das Bedeutendste, was ein Mensch sein hat können, so wie Jesus gelebt hat. Und deshalb hat er solche Spuren hinterlassen. Und jetzt will Jesus, dass auch wir bedeutsam leben. Jetzt sagt Jesus in diesem Bild vom Weinstock, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich bin der jetzt euer Leben bedeutsam machen will, dass in eurem Leben das zum Tragen kommt, was in meinem Leben in diese Welt hineingeprägt worden ist. Und das Bild vom Weinstock zeigt, an einem Weinstock, da wachsen keine Bananen. Das wäre völlig unnormal. An einem Weinstock wachsen Trauben. Und Jesus, er macht damit deutlich, in deinem Leben
soll das wachsen, was den Weinstock ausmacht, nämlich ihn. Das, was Jesus gelebt hat, soll in meinem Leben zum Tragen kommen, soll wachsen. Nicht, dass ich sage, jetzt lebe ich mit Jesus und da kommt was raus, was überhaupt nicht Jesus entspricht. Der Wunsch von Jesus ist, in deinem Leben soll mein Wesen, mein Tun zum Erkennen werden. Und jetzt stellt euch mal das vor, wie es wäre, wenn man das, was man von Jesus sagt, wenigstens ansatzweise von meinem und von deinem Leben sagen könnte. Wenn diese Punkte, die man hier genannt hat, von deinem Leben gesagt wird: Er ist ein Mensch, der bedingungslos liebt. Er ist ein Mensch, der das Gute fördert. Er ist ein Mensch, der keinen aufgibt. Er ist ein Mensch, der Hoffnung vermittelt. Er ist ein Mensch, der für die Wahrheit einsteht, ohne dass er Menschen mit der Wahrheit kaputt macht. Das ist ein Mensch, der mit Geduld, mit Freundlichkeit anderen begegnet. Er ist ein Mensch, der den Menschen Würde gibt, Anerkennung gibt, Wert vermittelt, ihnen zeigt, dass sie bedeutsam sind für Gott und für Menschen. Und wir können noch so vieles nennen. Wisst ihr, ich glaube, wenn das von unserem Leben gesagt werden könnte, dann würden wir bedeutsam leben. Dann würden wir ein Leben haben, wo wir sagen, das hat Bedeutung für Gott und für die Menschen. Wisst ihr, wenn ich diese Punkte hier nehme, dann sage ich, ja, das möchte ich gerne. So möchte ich gerne leben, zumindest manchmal. Also manchmal auch nicht. Wenn sich beim Snowboarden am Lift jemand unverschämt vordrängt und er fliegt an einer schwierigen Stelle dann aus dem Lift, dann freue ich mich. Und wenn jemand beim Fußball mir ständig aufs Schienbein haut, dann ist meine Vergebungsbereitschaft nicht gerade hoch ausgeprägt. Und wenn ich an der Supermarktkasse wieder mal die Schlange erwischt habe, die am längsten dauert, dann merke ich, bei meiner Geduld ist noch viel Luft nach oben. Wisst ihr, ich muss sagen, nein, an manchen Stellen möchte ich es nicht. Aber an vielen Stellen möchte ich es. Da möchte ich genau das leben, was Jesus so für mich getan hat, was Jesus gezeigt hat. Und ich merke im Letzten, es gelingt mir manchmal, aber ich kann nicht für mich garantieren. Und genau an der Stelle macht Jesus mit diesem Bild vom Weinstock deutlich: Bitte denke dein Leben nicht ohne mich. Bitte denke diese Dinge nicht ohne mich. Du musst aus der Beziehung zu mir heraus diese Dinge leben. Deshalb ein zweites. Ich habe es überschrieben mit der Überschrift: Mein bedeutsames Leben und er. Und mit er, da meine ich Jesus. Jesus, er sagt, wenn mein Leben Bedeutung haben will, dann braucht es unbedingt die Beziehung zu ihm. Ohne diese Beziehung kann diese Bedeutsamkeit, die er mir geben will, nicht erfolgen. Und da lesen wir in Vers 4 und Vers 5, Sie können das nochmals mitlesen. Da sagt Jesus: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, diese Frucht, das sind die Auswirkungen, die aus der Beziehung zu Jesus heraus in meinem Leben entstehen und wachsen. Und Jesus, er sprengt hier das Bild. Er sagt jetzt nicht mehr, bleibt mit mir in Verbindung, bleibt in Beziehung zu mir, sondern er nennt jetzt etwas ganz anderes. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Was das bedeutet, das möchte ich an einem anderen Beispiel deutlich machen. Vielleicht haben Sie sich schon überlegt, was soll das hier? Jesus sagt, wer in mir bleibt. Wenn ich sage, diese Karaffe mit Wasser, das zeigt Jesus. Und dieser Stein, das ist mein Leben, dann heißt, wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, der gibt sich hinein in meine ganze Gegenwart, der wird komplett von mir umschlossen. In mir bleiben heißt, Jesus, ich liefere mich mit meinem ganzen Leben dir aus. Ich gebe dir zu allen Dingen Zugang. Ich gehöre dir.
Und zwar liefere ich mich mit den Dingen aus, wo vielleicht am wenigsten zum Ausdruck kommt, wie ich sein sollte und was du möchtest. Jesus, ich gebe dir die letzte Autorität über meinem Leben. Das heißt, wenn ihr in mir bleibt. Jesus sagt, die Voraussetzung ist, dass du dein Leben mir auslieferst und dass ich dir gehöre. Und dann heißt es als zweites, und ich in euch, das Wasser, es dringt jetzt in diesen Stein ein. Und es hat auf Dauer Einfluss. Es färbt den Stein anders. Es durchdringt ihn. Ich habe das nochmals an einem anderen Beispiel, was vielleicht ein bisschen eindrücklicher ist. Ich habe euch hier die sogenannte Rose von Jericho mitgebracht. Eine einzigartige Pflanze. Diese Blume, sie lag mehrere Jahre bei uns auf dem Dachboden. Und wir haben sie gestern aus dem Dachboden geholt. Sie war nur dürr und haben sie mit Wasser begossen. Und dann könnt ihr mal kurz schauen in diesem Clip, was da passiert ist. Durch das Wasser hat diese Pflanze angefangen, sich immer mehr zu entfalten. Und sie ist immer mehr nicht nur entfaltet worden, sondern sie ist immer grüner geworden. Und man merkt auf einmal, da lebt etwas. Und diese Pflanze, sie lebt. Das ist, was Jesus zeigt. Er sagt, wenn ich in dir bin und du in mir, dann werde ich Einfluss auf dein Leben haben und dann wird dein Leben dadurch verändert werden. Der Schlüssel heißt, bleibt in mir und ich in euch. Das kann in der letzten Konsequenz heißen, dass ich sage, Jesus, du kennst mein Leben und du weißt die Dinge, die wirklich nicht so sind, wie du möchtest. Ich gebe dir jetzt das letzte Herrschaftsrecht darüber. Ich liefere mich dir aus. Ich setze mich dir aus. Nimm du Einfluss auf mich und präge mich. Das kann manchmal ganz praktisch werden. Und das sind oft Situationen, die einen herausfordern. Vor einigen Jahren waren wir auf einem Campingplatz. Und der Nachbarwohnwagen, die Dame, sagen wir so, sie war nicht so gut drauf. Und sie hat irgendwo mich nicht gemocht und wir waren uns beide von Anfang an unsympathisch. Und dann hat man gedacht, na, der kann ich auch merken lassen, dass ich sie unsympathisch finde. Und da gibt es schon Möglichkeiten, die möchte ich jetzt nicht erzählen. Und dann saß ich im Vorzelt und habe in der Bibel gelesen, wollte mal wieder das Neue Testament durchlesen. Und dann lese ich Matthäus 5, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Sanftmütigen. Und ich habe den Wohnwagen der Dame vor Augen gehabt und habe gewusst, das kannst du jetzt nicht mehr. Das, was du tun wolltest, ihr zu zeigen, ich kann auch, das geht nicht. Da hat Jesus hineingesprochen und gesagt, du musst das anders leben, wenn du zu mir gehören willst. Wenn ich in dir bin und du in mir, dann wird anders gelebt. Und wisst ihr, was das Schöne war? Das hat Auswirkungen gehabt. Am Schluss haben wir uns nicht gemocht, aber wenigstens sehr gut akzeptiert. Wie bekommt mein Leben Bedeutung? Jesus, er lädt uns ein und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der, der euch diesen Schlüssel zu einem bedeutsamen Leben geben will. Und je mehr du das lebst, was ich in dein Leben hineingebe, desto mehr hat dein Leben Bedeutung für Menschen und für Gott. Und das, was du lebst, wird nicht nur auf dieser Erde Bedeutung haben, sondern wird im Himmel in der Ewigkeit Gottes Bedeutung haben. Wie wäre es eigentlich, wenn man von meinem Leben sagen würde, dieses Leben ist ein Denkmal der Liebe Gottes? Wie wäre es, wenn man von deinem Leben sagen würde, dein Leben, ein Denkmal der Liebe Gottes. Da würde etwas von dem deutlich, wie Jesus ist, der so einzigartig etwas in diese Welt hineingegeben hat. Der Schlüssel bleibt in mir, sagt Jesus, und ich in euch. Dazu wollen wir ihn jetzt einladen und wir wollen mit ihm reden und gemeinsam beten. Jesus, du gibst uns dieses Bild von dem Weinstock vor Augen, um uns zu zeigen, wie unser Leben bedeutsam wird. Wie etwas von dem zum Tragen kommt, was du selbst durch uns in diese Welt hineinprägen willst und was du in unserem Leben Gestalt geben willst. Du kennst uns. Du weißt um die Dinge, wo manches sichtbar wird von deiner Herrschaft und du weißt um die anderen Dinge, wo wir selbst uns nachlaufen. Jesus, danke, dass du der Herr bist, der in unserem Leben formt, der uns prägt, der uns gestaltet. Und wir wollen uns dir ausliefern.
Aber wir wollen dich ganz herzlich bitten, Jesus, präg unser Leben, dass es Bedeutung hat vor dir. Und mach uns zu Menschen, die etwas Gutes für andere geben. Lass uns einen guten Einfluss haben auf die Menschen, mit denen wir leben, in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft. Und was wir von dir erbitten, wir wollen es nochmals zusammenfassen und wir wollen gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In einem alten Choral wird dieses Bild vom Weinstock und den Reben nochmals aufgegriffen. Und da heißt es in diesem Lied: Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Und es ist so, das aufzugreifen: Ich möchte in dieser Beziehung zu ihm bleiben, damit ich durch diese Beziehung gelebt werde. Ist ein Bekenntnis. Wollen Sie es als solches mitsingen? Herzliche Einladung dazu. Zum Ende des Gottesdienstes noch ein paar Informationen. Alles, was wir auch sagen und was Sie brauchen dafür, finden Sie unter dieser Videobeschreibung als Links oder als Informationen zum Nachlesen. Wir freuen uns immer wieder über Rückmeldungen, Rückfragen oder auch Kommentare und Feedback zu diesen Gottesdiensten. Und das dürfen Sie gerne weiter auch tun. Jetzt gibt es ein besonderes Angebot. Heute am Sonntagabend, da haben sich Mitarbeiter bereit erklärt und stehen zur Verfügung für Gespräche, für ein Gebet oder auch um einfach den Segen nochmal ganz persönlich zugesprochen zu bekommen. Wir haben da intern informiert und wer da auch noch Bedarf hat, wer gerne so ein Gespräch führen möchte, ein Gebet sprechen möchte, der darf sich gerne bei uns melden und wir werden dann vermitteln. Vielen Dank auch an der Stelle für das Angebot. Herzliche Einladung nächste Woche wieder zu dem Gottesdienst, entweder auf dem Stream, live gestreamt oder vielleicht sogar hier mit einer kleinen Gruppe, die direkt den Gottesdienst vor Ort feiern können. Wie es laufen wird, wir wissen es noch nicht, wir werden Sie informieren. In jedem Fall ab 10 Uhr finden Sie wieder einen Livestream. Und dann herzlichen Dank für alle, die unsere Gemeinde unterstützen. Und jetzt haben wir das erste Mal ein besonderes Angebot. Sie können Ihre Kollekte über PayPal geben. Einfach auf der Homepage anklicken. Unter diesem Video ist der Link. Und dann können Sie unsere Gemeinde damit unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Den Segen wollen wir heute
nicht zugesprochen bekommen, sondern wir werden ihn zugesungen bekommen. Und an der Stelle euch schon mal herzlichen Dank für die Gestaltung. Mit so einem Segen, da kann man richtig gestärkt in die neue Woche gehen. Jetzt zum Ende des Gottesdienstes, als schöne Abrundung, hören wir gleich nochmal ein Musikstück von unserem Team hier und dazu die Einladung, vielleicht einfach nochmal in Erinnerung zu rufen, welcher Gedanke ist Ihnen gekommen? Was möchten Sie sich merken für die kommende Woche? Und dann bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie behütet und bis nächste Woche. Tschüss.